Hallo, ich wollte euch noch das Rockiger Sedgebook vorstellen. Das Sedgebook ist ein 15,6 Zoll Notebook mit Intel Core CPU und wird von Rockiger als ja, richtiges Linux Notebook verkauft. Der Hintergrund dessen ist halt, dass das Gerät ausschließlich mit Ubuntu vorinstalliert vertrieben wird. Und Rockiger sagt halt auch, hey, mit diesem Gerät habt ihr keine Probleme, wenn ihr Linux installiert oder halt das vorinstallierte Ubuntu benutzt. Wie gesagt, 15,6 Zoll, das heißt auch relativ viel Gewicht, 2,5 Kilo, auch nicht sonderlich dünn. Aber ich meine, das Gerät zielt halt definitiv nicht auf diejenigen ab, die ein sehr portables Gerät suchen, sondern eher ein, ja, Gerät, was man als Desktop-Ersatz verwenden kann und vielleicht auch zuklappen kann und wegpacken kann. Ich schließe das mal schnell an Strom. Dann dunkelt das Display nicht ab. Klappen wir mal auf. Also 15,6 Zoll. Leider nur eine Auflösung von 1300 mal 768 Punkten. Das ist nicht viel. Wäre schön, wenn es als Option die Möglichkeit gäbe, da auch noch ein höher auflösendes Display einzubauen. Wenn man bedenkt, dass man das Gerät je nach Ausstattung auf bis zu 1600 € hochtreiben kann, wäre vielleicht auch ein besseres Display angebracht. Ich habe hier das vorinstallierte Ubuntu noch drauf. Innerhalb von wenigen Sekunden ist das gestartet. Das ist wunderschön. Ansonsten zu dem Ubuntu muss man nicht sonderlich viel sagen. Das ist eine ganz gewöhnliche Installation. Von Rockiger wurden noch ein bisschen die Farben angepasst, auch noch ein anderes Icon-Set ausgewählt. Aber ansonsten ist das hier eigentlich ziemlich viel Standard. Das Gerät, mein Gerät, hat 8 GB RAM, 500 GB Festplatte, eine Intel Core i5 CPU mit Sandy Bridge Chipsatz. Das heißt, es ist von der Grafikgeschwindigkeit her wirklich schnell. Also, wer keine Spiele spielt, hat absolut keine Probleme, hier alles Compiz-Animationen oder was auch immer laufen zu lassen. Man merkt nicht, dass das keine dedizierte Grafikkarte von Nvidia oder AT drin hat. Selbst Spiele sind eigentlich kein Problem. Kann ich euch nachher noch zeigen. Ja, was man vielleicht auch noch so von der Geschwindigkeit her sehen kann, zum Beispiel Flash-Videos kennen ja viele Leute, dass das unter Linux nicht wirklich schön sauber läuft. Das ist hier Avatar. Das können wir in Vollbild schalten und auf 1080p, also die höchste Auflösung. Und dann werden wir merken, dass da hier auch nichts ruckelt. Das läuft hier alles schön flüssig. Also, das muss ich jetzt hier nicht weiter durchlaufen lassen, aber die Performance des Gerätes ist absolut gut und ausreichend. Wer mehr möchte, kann sich auch ein Core i7 einbauen lassen. Dann gibt es natürlich dementsprechend noch mehr Leistung. Wer viel mit virtuellen Maschinen oder was auch immer rummacht oder Berechnungen für Videos, der braucht wahrscheinlich die bessere Leistung noch. Ansonsten ist man, denke ich mal, mit einem Core i5 ganz gut bedient. Ja, vielleicht noch kurz Grafikperformance bei ein paar Spielen. Ich habe hier einfach nur wahllos mal ein paar installiert. Ich weiß gar nicht, wie man sie so richtig bedient. Also ich weiß nicht, wie man sie bedient. So, hier läuft's. Also, das ist natürlich jetzt hier nicht ein wahnsinnig aufregendes Spiel, aber man sieht, da ruckelt nichts, da zuckelt nichts. Das ist absolut ausreichend.
Wer natürlich wirklich 3D-Spiele unter Windows auch noch spielen möchte und weiß ich nicht, da dieses allerletzte Zeug haben will, dem wird das wahrscheinlich nicht reichen. Aber ansonsten, für mich als Otto-Normalbenutzer, der eigentlich selten spielt oder eigentlich nie spielt, sondern hauptsächlich Büroanwendungen braucht, für den läuft das eigentlich ganz gut. Ja, okay. Also, Performance sehr gut. Bildschirm kritikwürdig, vor allen Dingen, wenn man halt wirklich eine Variante mit SSD und Core i7 bucht, dann würde ich ganz gerne auch ein höher auflösendes Display haben. Aber ansonsten eigentlich ein ganz gutes Gerät, was die Hardware-Ausstattung bestimmt betrifft. Jetzt Rockiger sagt von sich selbst, dass man Dell, XPS und Apples eigentlich zeigen möchte, wo der Hammer hängt mit einem Linux-tauglichen Gerät. Kommen wir jetzt zu den Punkten, die vielleicht ein bisschen ja, unangenehm sind oder stören. Denn ich zeige mal speziell hier die Tastatur. Ich fahre mal hier drüber. Ups. Erstmal dieser Ubuntu-Aufkleber ist aufgeklebt. Ja, ein Aufkleber. Das wird nicht allzu lange halten. Es ist halt die Sache, das Gerät stammt natürlich nicht von Rockiger selber, sondern von einem ODM, einem großen Hersteller, die halt im Auftrag Geräte fertigt. Und diese Taste auszutauschen würde halt sicherlich Geld kosten. Und Geld bei einer kleinen Serie ist natürlich schwer zu, ja, das zu finanzieren oder dass halt das Gerät weiterhin bezahlbar bleibt. Deswegen ist das hier nur ein Aufkleber. Ein großer Kritikpunkt ist auch noch die Tastatur. Man sieht, die Tasten fügen sich nahtlos aneinander an. Keinerlei Trennung, nicht einmal zwischen Return oder dem Zahlenblock. Also wenn man hier versucht zu tippen, trifft man auch ganz gerne mal zwei, drei Tasten. Also ist es unangenehm zu tippen. Das müsste bei einem anderen Gerät, wenn es nochmal einen rockiger Laptop gibt, dringend geändert werden. Für den Preis müsste eigentlich eine bessere Tastatur installiert sein. Komme ich zum zweiten Kritikpunkt, der Lüfter. Man hört ihn. Seitlich sind Lüftungsschlitze angebaut. Der Lüfter läuft immer durch. Also auch wenn das Gerät rein gar nichts macht, hört man den Lüfter laufen. Im Normalbetrieb ist es noch okay, nur manchmal kommt auch ein leichtes Rattern oder Eiern des Lüfters rüber. Aber für den Preis sollte eigentlich das auch meines Erachtens ein bisschen ruhiger sein, das Gerät. Jetzt versuche ich nochmal den Burn-in-Test laufen zu lassen. So, das hier ist eine Software, die kann den Rechner komplett auslasten lassen. Sie will nach wie vor nicht. Okay, also wenn man viel mit dem Rechner macht und die Belastung hochtreibt, dann hört man den Lüfter auch schon ziemlich stark. Bei der Preisklasse kritikwürdig. Ja, ansonsten, was kriegt man beim Rockiger Zetchbook? Man bekommt einen Laptop, das nicht so schlecht aussieht, wobei man die Verarbeitung auch in der Preisklasse von so um die 400 Euro eigentlich normalerweise kriegt. Das Rockiger Zetchbook kostet mindestens 700 Euro, 700, fast 800 Euro. Ist mit zusätzlichen Optionen auch bis zu 1600 Euro, wie gesagt, teuer. Achso, noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so sein soll, aber wenn ich hier sehe, ich kann hier nicht scrollen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich habe das Gerät meistens mit einer Maus benutzt, weil ich die Tastatur nicht benutzen konnte, als ich mal einen Artikel geschrieben habe. Keine Ahnung. Touchpad will nicht. Ob das schon immer so war, weiß ich nicht. Oder ob es gerade bei meinem Testsystem so ist. Wie gesagt, Hardware-Ausstattung super. Ubuntu oder Linux-Qualität oder Kompatibilität super. Performance. Für Otto-Normal-User auch super. Selbst die Leute, die
hin und wieder Spiele spielen, werden auch kein Problem haben. Hardcore-Spieler, die vielleicht nebenbei noch Windows installieren wollen und keine Ahnung, was auch immer spielen wollen, die werden vielleicht die richtige Grafikkarte vermissen. Haptik vom Gerät her okay. Tastatur, Lüfter schlecht, leider. Ansonsten, ja, ein brauchbares Gerät, wobei ich in dieser Preisklasse eine Tastatur eigentlich erwarten würde, die etwas besser ist. Wenn ich die Preise mit Dell zum Beispiel vergleiche, dann bekomme ich hier ein Dell XPS 15, einfach nur mal als Vergleichsgerät. Für, ich glaube, da taucht nachher ein Preis von 545 auf. Man sieht also, ja, 545 mit praktisch identischer Ausstattung, ebenfalls ein Core i5 CPU, ebenfalls ein 15 Zoll Display mit identischer Auflösung. Aber man sieht zum Beispiel eine Chiclet-Tastatur, die abgetrennt ist, die ein besseres Schreibgefühl vermitteln kann. Ja, und ich denke mal auch ein kompakteres Gehäuse, wenn ich mir das so ansehe. Ja, also Rockinger Sagebook, eigentlich ein gutes Gerät. Natürlich der Vorteil der Ubuntu- oder Linux-Kompatibilität, die versprochen wird. Aber definitiv leider kein Schnäppchen. 250 Euro teurer praktisch als ein Dell XPS 15. Natürlich billiger als ein Apple Notebook, aber natürlich kann man das nicht von der Haptik und generell Verarbeitungsqualität vergleichen mit einem Apple-Gerät. Ja, es ist zwischendrin das Sagebook. Ich hätte mir gewünscht, dass die Verarbeitung besser ist, oder halt speziell die Tastatur. Dann könnte ich es auch uneingeschränkt empfehlen, aber aufgrund der Tastatur... guckt euch es lieber an, ob euch das gefällt. Für Vielschreiber ist es nicht empfehlenswert. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Einblick in das Sagebook, und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!